Moin Moin, was geht ab, liebe Zocker? Jetzt geht's weiter hier. Schön 3-3 auf der Karte Arktische Felder. Gegen Sony Blackjack und gegen KSK Bob. Zerg, Protoss, Zufall gegen die. Drei Rassen spielen wir, beziehungsweise Zufall ist ja keine Rasse. Keine Ahnung, was der Typi wird. Ja, und ich spiele mal wieder auf Phasengleiter und meine Teammates hier, der Legolas und der General Fry, spielen auf, also gehen auf Bio. Das heißt Marines und Medivacs. Ein paar Marodeure natürlich. Also MMS. Also MMMS eigentlich. Marines, Medivacs und Marodeure. So, erstmal wieder Pylonen setzen und die Kollegen droppen dann schön. Und ich kann hier ganz gechillt meine Phasengleiter aufbauen. Beziehungsweise den Tech für die Phasengleiter. Ah, gut. Schön zum Nerven. Gut, Luck erfahren, das wünschen wir natürlich auch. Und ich hole mir jetzt direkt hier mal das erste Gas. Oha, jetzt müssen wir uns aber hier so ein bisschen... Ich brauche noch ein bisschen Kohle, damit ich hier direkt mein Gate noch hinpulvern kann. Ja, General Frey schreibt, Hi YouTube! Hallo General. So, erstmal wir Gassenbeschlag nehmen. Zwar relativ früh, aber ja. Muss man natürlich. Wenn man auf Phasengleiter geht. Deswegen holen wir jetzt hier direkt das zweite noch, damit ich direkt aus zwei Stargates Phasengleiter pulvern kann. Werde aber jetzt erstmal meine Zeitschleife noch ein bisschen einsetzen, um hier schneller Sonnen zu bauen. Ah, hier sind Steine, das ist natürlich scheiße für mich. Muss ich auf jeden Fall erstmal observieren, nicht dass hier irgendwer hochgejettet kommt. Mit einem Reaper oder keine Ahnung was. Oder den Stein hier zerstört und ich dann hier weggeflext werde. Komm, werd fertig. So, dann wollen wir mal. Schon mal ein Stargate. Das zweite kommt direkt hinterher. Dröhnchenmäßig geht es auf jeden Fall. Oh, 12 von 24. Nächstes Stargate. Und ein Reaper ist sogar schon am Start. Wir sollten auf jeden Fall gleich... Oh, den breche ich jetzt erstmal ab hier. Brauchen jetzt erstmal Fettkohle. Und ich brauche Supply, sehe ich gerade. So, erster Phasenwärter kommt jetzt. Natürlich mit Zeitschleife. Und den zweiten haue ich auch gleich raus. Natürlich auch Oracles bauen können. Aber Phasen finde ich persönlich cooler. So, erster Phasengleiter ist draußen. Nochmal einen Pylon hier hinsetzen. Und da mache ich jetzt gleich das erste Angriffs-Upgrade. Natürlich auch mit Zeitschleife. So, zweiter Phasenleiter ist ready. Und jetzt kommt gleich der dritte. Und dann geht's ab hier. Den hau ich auch nochmal die Zeitschleife drauf. Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal eine Schmiede zwischen Pulvern und hier erstmal dicht machen.
So, alle drei sind fertig und dann geht's jetzt erstmal rüber. Kill die doch. Ist doch kein Problem. Komm, ein Fasi noch. Schön. Hauen wir nochmal auf das Upgrade. Was drauf. Und dann schauen wir hier nochmal. Boah, schön Fat Roaches hat der hier. Oha. Wechseln wir erstmal weg hier. Oh ja, da können wir wieder schön flexen hier. Traumhaft. Ach, Pylonen brauche ich schon wieder. Holen wir nochmal ein. Jetzt geht's erstmal auf die Echse. Komm schon. Prismatische Ausrichtung brauchen wir nochmal. Ja, und? Oh, die heben uns nochmal auf. Ja, das haben wir ja schon gut alles hier beseitigt. Den ganzen Rotz. Ding bringt auch so ab. Und den Oberleutnant noch dazu. Was haben wir hier noch Schönes, was wir noch flexen können? Komm, den nehmen wir raus. Dann werden wir erstmal hier stehen. Mal zwei Phasis dazu. Dann holen wir uns hier erstmal die Echse. Phasenkristalle aufgeladen. So, und dann direkt mal das erste Panzerungsupgrade noch dazu holen. Ist zwar teuer, lohnt sich aber immer. Upgrades sind immer super wichtig. So, holen wir uns hier direkt auch schon mal die nächsten Gas. Hier auch nochmal. Und jetzt geht's wieder rüber in die Party rein. Schön. Oh, da wurde er hart weggebrutzelt, der Marine. Direkt. Lass uns gar nicht von ablenken. Wollen jetzt erstmal nur die Hatcherie wegflexen. Das war in Ordnung. Schön. Na komm, zieh. Aber irgendwo sind da Widow Mines. Hab ich gerade schon einmal knallen hören. Sollten wir uns natürlich erstmal einen Observer holen. Ein bisschen Eco-Transfer noch hier. Und dann holen wir uns jetzt hier auch noch mal ein bisschen Gas, ne? Das läuft schon wieder super. Oha. Hier wollen sie rein. Bei mir. Ah, wenn ich jetzt mit Ops habe, dann passt das. Na, ich mache hier so jetzt erstmal komplett dicht. Hier muss keiner reinkommen. So, und da ist der Ops. Schauen wir mal, ob er hier vorne rumgammelt, der Kollege.
Nö, hier ist nichts, anscheinend. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Flexen wir mal weiter. Irgendwo muss ja hier was sein. Die Basis eurer Verbündeten. Ach, da sind sie. Ach, da kann er nicht viel machen. Da brauche ich auch gar nicht erst hinfliegen. Das lohnt sich ja nicht für das bisschen da, ne? Jo, voll easy das Game. Schön. Nochmal hart weggeflext alles. Boah, wie schnell diese Ex hier weg ist, ne? 3, 2, 1 und BÄM! Ja, komm, die nehmen wir auch noch raus hier kurz, ein paar. Ja, ein verloren, zwei verloren. Aber dann flexen wir jetzt immer nochmal ein bisschen hier. Nee, da flexen wir jetzt. Okay, da sollten wir abhauen. Okay, das reicht jetzt erstmal. So, und erstmal die nächsten Angriffs- und Panzerungs-Upgrades machen. Haben wir doch alles hier. Ich glaube, ich mache den Stein hier unten erstmal auf. Kommen jetzt hier erstmal noch ein paar mehr Gates. Ich weiß, ich brauche Vespingas. Das ist mir bewusst. Ich muss ja noch eine Echse bauen. Hart geiles Game. Machen wir auch noch mal ein bisschen was hin, noch ein bisschen dicht machen. Einen kleinen Eingang offen lassen. Yo, Battlecruiser. Auch sehr schön. Traumhaft. Oh, diese dreckige Widow, mein. Schön. Okay, da flext er wieder rum. Schön, wirklich schön mit Battlecruisern. Da wird hart mit Battlecruisern geflext. Geflext! So muss es sein. Komm, ich hol mir auch nochmal ein, zwei Stargatechens. Schmier. Komm, nächstes Gas-Upgrade gibt's auch noch. Ach, das ist Legolas seins. Ah, okay. Ich das gewusst. Mehr Gas brauche ich. Und ich glaube, ein bisschen Eco-Transfer kann ich hier auch mal machen. Ja, ich mache das mal von hier. So viel Eco am Start. Komm, schon einen brauchen wir noch. Boah, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr Eco-Transfer machen. Ah, die haben noch keine Upgrades, aber ich habe hier schon 2-2-1. Richtig traumhaft. Ich hole jetzt auch noch mal ein dritter Angriffs-Upgrade und den fahren wir erstmal hier hin. Guten Core.
Ich glaube, ich hole mir erstmal noch eine Echse. Die sieht doch traumhaft aus. Nehmen wir die auch noch da in Beschlag. Und jetzt gucken wir erstmal. Oha. Schön mit 3-3. Das sieht doch gut aus, was hier der Legolas wieder vorbereitet hat. Oh, Shenda. Egal. Keine Chance. Bin sowas von weggeflext. Wieder. Ja gut, diesmal hat er es abgebrochen, ne? Das muss man ja schon zugute halten. Ich würde sagen, das ist auch hart GG. Ach so. Ein paar Vikings. Tempest hier auch noch am Start. Komm her, Kollege. Oh, und Tempest auch noch. Weg. Wir flexen jetzt einfach alles. Komm, ganz da. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Heradak Kural. Das meint er doch nicht ernst, oder? Das meint er doch nicht ernst hier. Mit 5 Mutas reinfliegen, ne? Das haben wir gerne. Komm her. Der killt ja nicht einen einzigen. Jo, Fat Battle Cruiser. Schönes Ding, echt. Bam. Alter Falter, ey. Wir sind echt ein traumhaftes Team. Das nenne ich mal eine gute Batterie Mules, die schön da unterstehen und schön die Bettgruser noch heilen, ach ja. Geil. Kommen wir uns zum Mutterschiff. Ist auch noch dazu. GG! Phasengleiter sind einfach sowas von OP. Es macht einfach so einen Bock. Müsst ihr mal austesten, wirklich. 3 vs. 3, alle drei Phasengleiter, schöne Rushen, geht sowas von steil. Haut rein, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, euer Agri, bye bye.